100 Jahre ist es her, da fuhren sie aufs Meer. Wohin es ging, war ungewiss, den Sternen hinterher. Ihr Schiff, es wurde jede Sturm, ihr Ziel war unbekannt. Aber stachen wir in See auf ins neue Land. Christoph Columbus und 30 Mann an Bord, stolz und todesmutig, so segelten sie fort. Christoph Columbus, er glaubte fest daran, dass weit hinterm Horizont ein neues Land sein kann. Die Angst fuhr mit bei Tag und Nacht, 12 Meter fuhr ich. Hunger, Durst und Not und Leid und noch kein Land in See. Doch eines Tages rief der Mann im Mast zum Kapitän. Hört, ich hab an Steuerbord ein neues Land gesehen. Christoph Columbus und 30 Mann an Bord, stolz und todesmutig, so segelten sie fort. Christoph Columbus, er glaubte fest daran, dass weit hinterm Horizont ein neues Land sein kann. Ein neues Land sein kann. Kapitän Christoph Columbus zur Audienz bei seiner Majestät dem König. Eure Majestät, ich bin tief geehrt, dass ihr mich empfangt. Mein Name ist Christoph Columbus. Man berichtete mir, ihr hättet eine Theorie, die ihr mir darlegen wolltet. Ja, Eure Majestät. Aber es ist mehr als eine Theorie. Es ist der Plan, Portugal einen neuen Seehandelsweg nach Indien zu erschließen. Vergebt mir mein Lachen, aber das scheint unglaubhaft. Wollt ihr uns zum Narren halten, Columbus? Der einzig direkte Seeweg nach Asien führt um Afrika, das wisst ihr. Ihr irrt euch. Indien wäre auf einem besseren Weg zu erreichen, indem man nach Westen über den Ozean segelte. Nach Westen? Ja, Majestät. Erlaubt mir, es zu erklären. Das wird amüsant. Ein westlicher Seeweg nach Indien? Was für eine närrische Idee. Kapitän Columbus, wie könnt ihr es wagen, den König von Portugal mit einer solch absurden Idee zu behelligen? Bisher hat keiner den Ozean überquert und das wird sich nicht ändern. Ich glaube, in diesem Punkt irrt ihr euch. Eure Majestät, mein Plan ist plausibel. Warum ganz Afrika umsegeln, wenn man Asien auf einem viel direkteren Weg erreichen kann? Es wird hier behauptet, bisher habe noch niemand den Ozean überquert, doch die Wikinger taten das schon vor 500 Jahren. So hört. Die nordischen Sagen erzählen von Ozeanüberquerungen nach einem Land namens Wienland. Ich glaube, dieses Wienland ist in Wirklichkeit Asien. Wenn die Wikinger eine solche Reise unternehmen konnten, dann sollten doch portugiesische Schiffe keine Mühe haben, den Ozean zu überqueren. Ohne Zweifel, diese Reise wäre ein seemännisches Wagnis, aber der zu erwartende Nutzen wäre enorm. Nutzen? Eine direkte Verbindung würde den Handel mit Indien erleichtern. Mehr Handel bedeutet mehr Wohlstand, nicht nur für das Königreich Portugal allein, nein, auch für jede andere Handelsnation in Europa. Ich weiß, nicht wenige hier wollen die Afrika-Route. Und ich wünsche Ihnen viel Glück bei Ihrer Suche danach. Doch ich bin weiterhin davon überzeugt, dass es Portugal dienlicher wäre, den Weg nach Westen zu suchen. Eure Majestät, ich habe eine detaillierte Karte bei mir, aus der der neue Weg in den Orient zu ersehen ist. Mit eurer gütigen Erlaubnis würde ich sie hier gerne zeigen und mit ihr meinen Plan für einen westlichen Seeweg nach Indien erläutern. Selbstverständlich wird es Fragen und Kommentare dazu geben. Ich werde nur zu gerne zu allem Stellung nehmen, denn ich habe Vertrauen in meinen Plan, großes Vertrauen, und ich bin bereit, ihn hier zu verfechten. Zeigt mir die Karte. Ja, Majestät. Das hier sind die bisher bekannten Gewässer des Atlantischen Ozeans. Unsere Erde ist rund, woraus zu folgern ist, dass ein Schiff, welches von Portugal aus nach Westen segelt, unweigerlich die Ostküste Asiens erreicht. Ja, aber wie lange würde diese Reise dauern? Damit habt ihr eine entscheidende Frage aufgeworfen, Majestät. Sollte die Entfernung zu groß sein, dann hätte es keinen Zweck, die Reise zu riskieren. Die Wasservorräte würden lange vor der Küste Asiens zu Ende sein. Da sagt ihr es ja selbst. Euer ganzer Plan ist einfach zu riskant. Ich bin noch nicht fertig. Majestät, seit vielen Jahren schon beschäftige ich mich eingehend mit dem Problem der Entfernung, die ein Schiff zurücklegen müsste, um von hier nach Asien zu gelangen.
Basierend auf meinen eigenen nautischen Messungen und auf das Studium der Schriften des Ptolemäus und Marco Polos veranschlage ich die Entfernung auf 2500 Meilen. Das ist eine große Strecke, Kapitän Columbus. Ja, ihr habt recht, Majestät. Doch vorausgesetzt, man hätte verlässliche Mannschaften und stabile, gut ausgerüstete Schiffe, bin ich zu folgender Überzeugung gelangt. Die Reise von Europa nach Asien wäre in einem Zeitraum von 40 Tagen zu bewältigen. Eine infame Behauptung. Ihr zeigt große Zuversicht, Kapitän. Zu viel Zuversicht, wenn ihr mich fragt. Der Ozean bildet eine natürliche Barriere. Gott, der Herr will nicht, dass Menschen diese Barriere überwinden. Es doch zu versuchen, würde niemals von Erfolg gekrönt sein. Gott würde die Frevler vernichten. Da bin ich anderer Meinung, Eure Eminenz. Ein neuer Seeweg nach Asien wäre für die Missionare der Kirche von großem Nutzen. Daher glaube ich vielmehr, dass Gott der Herr ein solches Vorhaben gutheißen würde. Majestät, mein Name ist Bartolomeo Diaz. Ich bin Kapitän der königlichen Flotte und ich meine, eine Ozeanüberquerung von solcher Länge wäre einfach zu gefährlich. Jede Reise birgt Gefahren in sich. Doch ich bin überzeugt, wenn der richtige Kapitän das Kommando führte, wäre der Plan von Erfolg gekrönt. Eure Majestät, wenn ihr dem Vorhaben zustimmt, versichere ich euch, dass diese Zweifler bald verstummen werden. Ihr würdet die Expedition kommandieren? Ja, ich besitze alle Fähigkeiten. Ich weiß, ich mag vielleicht noch jugendlich erscheinen, doch verfüge ich über große seemännische Erfahrung. Ich verspreche euch, wenn ihr dem Plan zustimmt, werde ich euch und Portugal großen Ruhm erwerben. Was sagt er da? Ruhm? Ein unverschämter Kerl. Das ist doch nicht unverschämt. Ein bodenloser Dreistigkeit. Wie viele Schiffe würdet ihr benötigen, Kapitän? Zwei, Eure Majestät. Die besten zwei der königlichen Flotte. Unerträgliche Impertinenz. Außerdem eine Mannschaft aus 25 fähigen Männern für jedes Schiff. Des Weiteren benötige ich Essensvorräte für 90 Tage und einen Beutel Gold. Er ist von Habgier besessen. Es ist genug! Kapitän Columbus? Majestät? Euer Vorschlag fasziniert mich. Eure Argumente sind schlagkräftig, eure Logik ist einleuchtend. Und was eure Forderungen betrifft, sie scheinen mir nicht übertrieben zu sein. Ich danke euch, Eure Majestät. Ich werde meine Berater konsultieren und dann meine Entscheidung treffen. Ja, Majestät. Unglaublich. Vielleicht hatte man seine Ideen doch überdenkt. So unrecht. Er hat den König wirklich beeindruckt. Eure Majestät! Ich weiß, ihr missbilligt diesen Plan. Ich ebenso. Als Schatzkanzler Eurer Majestät gebe ich zu bedenken, dass dieses Vorhaben das königliche Vermögen empfindlich dezimieren würde. Außerdem könnte es dem guten Ruf Eurer Majestät schaden. Wie meint ihr das? Das liegt auf der Hand. Wenn ihr ein solch leichtsinniges Vorhaben finanziert, könnten eure Untertanen daraus folgern, dass ihr ein leichtsinniger Herrscher seid. Dieses Risiko bin ich bereit einzugehen. Ich wünsche, dass eine Gelehrtenkommission den Plan prüft. Wenn sie entscheidet, dass er durchführbar ist, werde ich ihn unterstützen. Ja, Majestät. Ihr hättet die beiden Minister sehen sollen. Der Ausdruck auf ihren Gesichtern war einfach köstlich. Wir müssen uns einen geeigneten Rahmen ausdenken, um Christophs glorreichen Triumph zu feiern. Nein, wir dürfen nicht feiern, bevor die königliche Kommission ihre Entscheidung getroffen hat. Euer Plan ist hervorragend, mein lieber Christoph. Dennoch, gewisse Minister sind dagegen. Das weiß ich, Pater Martins, aber seine Majestät hat Gefallen daran gefunden. Ich sah es in seinen Augen. Hattet ihr nicht auch den Eindruck, Pater Martins? Lieber Schwager, erlaubt mir euch zu sagen, wie stolz ich auf euch bin. Ich hatte ja so meine Zweifel, doch jetzt sehe ich, dass euch noch Großes bestimmt ist. Und wenn ich euch zu Diensten sein kann, hoffe ich, ihr zögert nicht und lasst es mich wissen. Nun, ich hoffe, ihr findet Zeit zum Essen zu bleiben. Als Vorspeise gibt es Wildbret. Nein, ich fürchte, ich kann nicht bleiben. Ich muss sofort aufbrechen. Ein Stimmlein flüstert mir, dass ihr begierig seid, nach Hause zu kommen. Ist es nicht so? Donna Filippa! Donna Filippa! Ein Schiff hat im Hafen angelegt! Donna Filippa! Ich glaube, es ist das Schiff eures Gemahls! Christoph, oh nein, er darf mich nicht so sehen! Nein, ihr dürft nicht aufstehen, ihr seid viel zu krank! Sag ihm nichts! Bitte, Martha, sag ihm nicht, wie es um mich steht! Donna Filippa! Mein Mann arbeitet an einem Plan, durch den Portugal zu einer Weltmacht wird! Wirklich? Ja, wirklich. Deshalb darf ihn nichts von seiner Arbeit ablenken. Nicht einmal meine Krankheit. Also sag kein Wort zu ihm. Es bleibt ein Geheimnis zwischen uns. Hast du verstanden? Ja. Mama! Mama! Das ist Diego. Diego, du sollst hier nicht so hereinstürmen, wenn deine Mutter sich ausruht. Hab ich vergessen. Mama, Papas Schiff ist eben angekommen. Ich weiß, mein Liebling. Das heißt, dass er bald hier sein wird. Hurra!
Felipa! Diego! Papa! Papa! Diego! Ich hatte solche Sehnsucht. Und ich erst, Diego. Wo ist deine Mutter? Hier bin ich. Freust du dich, wieder daheim zu sein, Christoph? Ich freue mich. Meine Audienz beim König war ein großer Erfolg. Er hat eine Gelehrtenkommission einberufen, die meinen Plan prüfen und ihn bei seiner Entscheidung beraten soll. Christoph, jetzt wird alles gut. Meine Herren, der König wird bald hier sein. Was sollen wir ihm raten? Nun, ich dachte, das liege auf der Hand. Wir werden ihm raten, diesen närrischen Plan abzuweisen. Ja, wir sind alle gegen den Plan, den Kapitän Kolumbus dem König unterbreitet hat. Aber welche Gründe haben wir, Kapitän Diaz? Es gibt einen ganz wesentlichen Grund. Er hat sich bei der Entfernung verrechnet. Ja, doch wir sind uns nicht absolut sicher, dass... Worin seid ihr euch nicht ganz sicher? Die Berechnung der Entfernung, Majestät. Wir glauben, Kapitän Kolumbus ist ein grober Fehler unterlaufen. Majestät, als führender Mathematiker des Königlichen Technischen Instituts habe ich die Zahlen des Kapitäns überprüft. Er hat die Entfernung zwischen Asien und Europa um etwa 9000 Meilen unterschätzt. Tatsächlich? Kapitän Diaz, könnte Kolumbus ein solcher Fehler unterlaufen sein? Ja, aber um ihm nicht Unrecht zu tun, er hätte ebenso gut jedem von uns unterlaufen können. Warum lassen wir ihn dann nicht den Beweis führen und die Reise unternehmen? Weil... Ja? Weil Menschenleben auf dem Spiel stehen. Wenn Kolumbus diese Reise antritt, nimmt er 50 Seeleute mit. Und wenn seine Berechnungen falsch sind und unsere richtig, dann werden alle verhungern und verdursten. Tausende Meilen entfernt von jeder Küste. Ihr an seiner Stelle, würdet ihr das Risiko dennoch eingehen? Ja, Majestät, das würde ich. Nun, ich würde nicht anders handeln. Setzt eure Arbeit fort. Nun, so viel zum Argument der Entfernung. Prüfen wir jetzt die Karten, die Kapitän Kolumbus gezeichnet hat. Es muss doch möglich sein, den einen oder anderen Widerspruch in ihnen zu finden. Komm, Diego, wir gehen ein bisschen spazieren. Gehen wir an den Strand, Papa? Natürlich. Viel Spaß, ihr beiden. Wiedersehen. Ja, komm. Kommt nicht zu spät, zurück zum Essen, ja? Sieh mal, wie ich rennen kann, Papa. Ich bin so schnell wie der Wind, nicht wahr? Das bist du, Diego. Was für ein Läufer. Jetzt komm, Zeit zum Essen. Wo kommt das her? Die Flut hat das Strohbündel an Land geworfen. Es muss von Asien bis hierher getrieben sein. Eure Majestät. Die Gelehrtenkommission hat ihre Entscheidung getroffen. Wie lautet sie? Wir haben die Eingabe einer gründlichen und unparteiischen Prüfung unterzogen. Wir waren sehr beeindruckt von der Klarheit, mit der Kapitän Kolumbus seine Idee dargelegt hat. Wir sind sicher, dass er aufgrund seiner Fähigkeiten einmal einen hervorragenden Rang bekleiden wird. Kommt endlich zur Sache. Ja, Majestät. Aufgrund der hohen Kosten der vorgeschlagenen Reise, wegen der hohen Wahrscheinlichkeit eines Misserfolgs und weil Portugal den Seeweg um Afrika herum favorisiert hat, empfiehlt die Kommission, den Plan zu verwerfen. Den Plan verwerfen? Nun, was habt ihr erwartet? Kolumbus hat sich... Wenn ich recht verstanden habe, empfiehlt ihr mir, dass ich den Plan verwerfen soll, weil ihr glaubt, er würde sich als teurer Fehlschlag erweisen. Es wäre euch also lieber, meine Schiffe würden weiter die Afrika-Route suchen. Ja, die Kommission ist der Meinung, dass der Seeweg um Afrika vorzuziehen ist. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann ein portugiesisches Schiff Afrika umfahren und nach Indien gelangen wird. Und was diesen Plan betrifft, sein Fehlschlagen würde zur Peinlichkeit für die ganze Nation. Vor Peinlichkeiten ist mir nicht besonders bange. Ich sorge mich mehr um die Zukunft meines Landes. Und der beste Weg in eine strahlende Zukunft ist, Portugals Einfluss als Handelsmacht zu vergrößern. Stimmt ihr mir dazu? Selbstverständlich, Majestät. Doch unsere Mittel sind begrenzt. Wir können uns diesen Plan nicht leisten. Genug. Ihr habt euren Standpunkt dargelegt. Ich fürchte jedoch, ihr habt mich nicht überzeugt. Ich ordne hiermit an, dass die Kommission jeden Aspekt dieses Plans erneut prüft. Augenblicklich! Frei heraus. Ich bin fasziniert davon und ich kann nicht begreifen, warum sich die Kommission solche Mühe gibt, ihn abzutun. Sollte die Kommission nach erneuter Prüfung immer noch der Meinung sein, der Plan sei abzulehnen, soll es geschehen. Wie ihr wollt, Majestät.
Ich erwarte euren Bericht in einer Woche. Ja, Majestät. Lauf, mein Pferdchen! Hier stimmt doch etwas nicht. Diego, sei ein lieber Junge und spiele ein bisschen alleine weiter. Ja. Martha? Oh, was kann ich für euch tun, Herr? Du wirst mir jetzt sagen, wie es um deine Herrin wirklich steht. Oh. Raus damit! Sie ist meine Frau. Ich habe ein Recht darauf, es zu erfahren. Nein, ich kann nicht. Ich nehme an, sie hat dich gebeten zu schweigen. Aber du musst es mir sagen, Martha. Ist sie ernstlich krank? Sehr krank, Herr. Sie ist in den letzten Jahren immer schwächer geworden. Seit Diegos Geburt leidet sie an Ohnmachtsanfällen und Schwindelgefühlen. Vor ungefähr einem Jahr hat der Husten angefangen. Zuerst war es nicht schlimm. Wir dachten, sie hätte sich erkältet. Doch jetzt... Ich beginne, um ihr Leben zu fürchten, Signor, aber sie hat mir befohlen, nichts zu sagen. Sie wollte nicht, dass ihr euch Sorgen macht. Christoph? Christoph! Da ist ein Brief für dich angekommen. Er trägt das Großsiegel des Königs. Was mag das für eine Nachricht sein? Oh, man erwartet mich im Palast. Die Gelehrtenkommission ist bereit, ihre Entscheidung bekannt zu geben. Du kehrst also zurück nach Lissabon? Aber ich bin bald wieder da. Ich will ab jetzt mehr Zeit haben für dich und Diego. Gib mir nur 3 Monate, um meine Arbeit zu vollenden. Natürlich. Euer Vorschlag wurde abgelehnt. Ihr lehnt ihn ab? Aber warum denn? Zuerst einmal habt ihr einen entscheidenden Fehler bei der Berechnung der Entfernung gemacht. Was? Das ist unmöglich! Ich... Unterbrecht mich nicht! Dann war da noch die Frage der enormen Kosten. Euer Vorhaben würde ganz einfach viel zu teuer werden. Ihr irrt euch und eure Entscheidung ist ungerecht. Ihr werdet gut beraten, Kapitän, keine despektierlichen Bemerkungen über eine königliche Kommission zu äußern. Euer Gnaden, ich verlange, dass man mich anhört. Man hat euch angehört und ihr konntet die Kommission nicht überzeugen. Der Plan ist abgelehnt. Ist das euer letztes Wort? Jawohl! Wartet, lasst mich zum König. Ich bin sicher, ich kann ihn überzeugen. Wartet! Bitte! Wartet! Kapitän Columbus ist fort, Eure Majestät. War er denn sehr enttäuscht? Ja, bitter enttäuscht. Was? Der Plan ist abgelehnt? Doch bestimmt, weil ihr vor der Kommission allzu keck wart. Nein, das war ich nicht. Ich wollte eine gerechte Anhörung. Oh, ich hätte es wissen müssen, dass ihr alles verderbt. Mir aus den Augen. Ich habe euch die ganze Zeit richtig eingeschätzt. Ihr seid nichts weiter als ein hergelaufener genuesischer Matrose. Christoph! Sie haben meinen Plan abgelehnt. Es gibt Wichtigeres. Gerade ist ein Kurier mit Nachrichten aus Porto Santo angekommen. Es sind keine guten, Christoph. Ist was mit Philippa? Philippa! Philippa! Oh!
Seid ihr sicher, dass ihr Portugal verlassen wollt, Christoph? Ja, ich bin es. Der König war sehr beeindruckt von euren Ausführungen. Wenn ihr bleiben würdet, könntet ihr die Kommission vielleicht doch noch überzeugen. Ich weiß, das Schicksal war euch hier nicht günstig gesonnen. Vielleicht fasst ihr neuen Mut und neues Vertrauen, wenn ihr Portugal verlassen habt. Ich hoffe, in Spanien findet ihr das Glück, das ihr sucht, Christoph. Aber warum hast du dir ausgerechnet Spanien ausgesucht? Eine Schwester von Philippa lebt in Spanien. Ich hoffe, sie wird mir helfen und für Diego sorgen. Ich werde versuchen, mir ein neues Leben aufzubauen. Wie wird das aussehen? Ich habe meinen Traum, den Atlantischen Ozean zu überqueren, nicht aufgegeben. Doch ehe ich zu Werke gehe, muss ich mich um meinen kleinen Sohn kümmern und Linderung für unseren Schmerz suchen. Alles bereit zum Auslaufen! Los, haben wir das Ankerspiel. Nun, es wird Zeit für uns. Möge der Herr alle Zeit mit euch sein. Lebt wohl. Holt die Planke ein! Gute Reise! Lebt wohl, Christoph! Lebt wohl, Diego! Auf ein glückliches Wiedersehen! Rudergänger, dreh sie in den Wind! Zu Befehl, Kapitän!